Ja, Hallihallo aus Berlin. Viele Grüße nach Kiel. Ich wollte eigentlich heute am Wochenende vor Ort sein. Hat aber leider nicht geklappt, weil ich noch andere Termine habe und dann wieder gleich weiter müsste und wäre die Fahrerei doch ein bisschen viel gewesen. Ich habe euch ein Thema mitgebracht: RockYou. RockYou 2009, 2021, 2024. Ich höre gerade so ein bisschen Gebimmel im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Weiß gerade auch nicht, wo es herkommt, kannst dich lokalisieren. Und zwar ist ja Rocky schon eine Weile draußen, wie man am Datum erkennen kann. Die erste Version ja schon ein paar Jahre, 15 Jahre jetzt. Und dieses Jahr ist ja wieder einer rausgekommen und da habe ich mich gefragt, ja, was bringt das denn? Ne? Und da ich davon ausgehe, dass ich nicht der Einzige bin, der sich diese Frage stellt, habe ich da eine kleine Präsentation draus gemacht, mal die verschiedenen Versionen verglichen und das, was ich so rausgefunden habe, das wollte ich heute mit euch teilen. So, und bevor wir loslegen, bekommt ihr von mir den üblichen Disclaimer, ne, weil wir nachher auch noch so ein bisschen Passwort-Cracking mit dabei haben. Hier. Nicht gerade sehr schwierig. Ja, das Ding hat 133 MB, das ist ruckzuck runtergeladen. Die Version von 2021 ist schon ein bisschen größer. Ausgepackt 92 GB. Ich weiß gar nicht mehr, was es gesippt war, aber ich glaube auch so um die 40 oder sowas. Und bei dem aktuellen waren es sogar über 50 GB gesippt. Und ihr seht 146 GB entpackt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, packt das überhaupt mein Rechner? Ich habe jetzt hier ein MacBook, relativ neues, nicht das ganz aktuelle Ding, ja, aber mit viel Hauptspeicher. Und ich hatte so die Hoffnung, das müsste funktionieren. Und die meisten Sachen haben auch funktioniert. Ich sage nachher, an welchen Stellen vielleicht ein bisschen schwierig war. Ja, von der Größe seht ihr ganz oben, 14 Millionen war die Ursprungsversion. Das war damals eigentlich auch schon recht viel. Und das ist natürlich der Knaller mit 8,5 oder 9,9. Ich zeige das gleich noch in Grafiken, dann kann man ein bisschen sich diesen Größenunterschied besser vorstellen. Und bei der ersten Analyse, ich habe einfach mit Pfeil mal geprüft, sagt er mir bei dem Originalen von 2009, das ist UTF-8-Text, bei dem 21er hat er das als ASCII-Text erkannt. Und bei den 24er als Data, dementsprechend hier auch kein Line-Ending. Und bei den anderen seht ihr einmal nur LF und einmal CERLF und LF gemixt. Hat also beides erkannt. So, und wenn ich mir das immer anschaue, in schönen klassischen alten Balkendiagrammen, wie sieht das aus? Anzahl der Passwörter, also diese 14 Millionen, die machen wir ein bisschen größer, sieht man es. Man kann hier unten gar nichts mehr sehen. Also so dünn ist der Strich im Vergleich zu dem anderen. Ich habe es aber auch am Anfang dahinter geschrieben. Das sind 700. Jetzt gucken wir nochmal ganz schnell. 700 meinst du, ne? Genau. Das sind 700 oder das sind allein von der Größe 700 mal so groß, das von der Größe 1100 mal so groß. Und entsprechend natürlich auch ein Riesenfaktor bei der Anzahl der Zeilen, also der Anzahl der Passwörter. 8,5 bei dem 21er, fast 10 Milliarden bei dem 24er. Ja, so, da ist die Erwartungshaltung natürlich groß und wir werden nachher mal sehen, ob die auch wirklich so erfüllt wird, ob das denn so hinkommt. Die Dateigröße hatten wir eben, da seht ihr schon, da ist dieses Verhältnis, wenn ich das nochmal klein mache, können wir die beiden hier besser vergleichen. Also hier, das ist, da fehlt nicht mehr viel, bis er den anderen auch hat. Hier fehlt noch eine ganze Ecke. Das heißt, der Größenzuwachs, der ist hier deutlich größer bei der Dateigröße als bei der Anzahl der Zeilen. Und wie kommt das? Ich habe einfach mal gezählt, im Durchschnitt, wie lang ist denn ein Passwort, also eine Zeile? Und ich habe End of Line, also das LF, habe ich rausgenommen. Also wirklich nur die Zeichen gezählt und bin dort auf 8,8 bei der
ursprünglichen RockYou-Version gekommen, also 8,8 Zeichen. Bei der 21er sind es 10,6, also ein bisschen mehr schon. Und hier ist es deutlich mehr, 14,7. Und das ist auch der Grund, warum natürlich der Zuwachs so groß ist. Ne? Das heißt, die durchschnittliche Zeilenlänge ist deutlich größer, gerade wenn ich die 2009er mit der 2024er vergleiche. So, dann habe ich noch was gemacht. Dauer bei 50 Zeilen pro Sekunde in Tagen. Was meine ich damit? Ich habe mir überlegt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt das per Hand eigentlich mal analysieren möchte? Ne? Also keine Skripte habe, keinen Rechner habe, der vielleicht auch mit den Größen so klarkommt, wobei braucht man natürlich auch eine gewisse Kapazität. Wenn ich jetzt so eine Datei laden kann, also mein Programm nicht meckert, dass es zu groß ist, und ich mir 50 Zeilen pro Sekunde anschaue, wie lange brauche ich denn, bis ich durch bin? Bei dem RockYou 2009 sind das 3 Tage. Das ist auch schon recht viel, ne? 14 Millionen Einträge. Und bei dem RockYou 21 sind schon fast 2000 Tage und bei dem 24er 2300 Tage. Also mehrere Jahre, um da durchzukommen. Das zeigt auch nochmal dieses gigantische Größenverhältnis, wenn es in die Milliarden geht. Also es ist unmöglich, das per Hand zu analysieren und sich da durchzukloppen. Das heißt, man braucht eine gewisse Technik und gute, ja, Suchen, um bestimmte Dinge rauszufiltern, vielleicht, ne, oder zu finden oder zu reduzieren. Ja, so, das war quasi das Äußere. Jetzt gucken wir mal ins Innere. Ne? Wie sieht es da eigentlich so aus? Und da habe ich jetzt einen Vergleich gemacht. Ich habe alle drei genommen. Fangen wir mal mit der 2009er an. Habe mir die ersten, ja, am Anfang war es ein bisschen mehr als nur die 5, aber jetzt hier für den Vergleich, für diesen Talk hier, habe ich mir die ersten 5 Zeilen angeschaut. Ich habe mir irgendwas in der Mitte, ist es nicht, aber ein bisschen weiter am Anfang angeschaut, also nach fast 1 Million Zeichen. Ich habe nach ungefähr 10.000 vom Ende nochmal geschaut und ich habe mir die letzten 5 angeschaut. Das habe ich bei allen dreien gemacht. Wenn ich mir dieses Bild hier anschaue, dann sieht das alles aus wie Passwörter. Die sehen mir relativ vernünftig aus. Das Ding kam ja auch aus einem Hack damals. Das ist ja die Passwortdatenbank von der Firma Rockio gewesen. Die waren alle im Klartext gespeichert. Also kann man davon ausgehen, wenn die nicht extra nochmal irgendwo gefüttert wurden oder irgendwelche anderen Dinge drin, dass das auch wirklich Passwörter sind. Und das, ja, sieht man hier. So, wie sieht es bei der 21er-Version aus? Schon ein bisschen merkwürdiger. Das heißt, ich habe erstmal hier auch Passwörter, die nur in diesem Beispiel 5 Zeichen oder hier nur 3 Zeichen lang sind. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Denn auch diese wahnsinnig große Wiederholung von Zeichen, kaum eine Mischung zwischen bestimmten Gruppen, sieht mir sehr geskriptet aus. Ich habe mich da auch mal mit einem Penetration-Tester darüber unterhalten, der hatte den einen gleichen Eindruck, sagt, da ist wahrscheinlich viel reingeskriptet worden, automatisch erstellt worden. Ja, bei den zweiten sieht schon ein bisschen besser aus, aber die Ähnlichkeiten, ne, und gerade ich habe jetzt hier nur 5, weil mehr kriege ich nicht auf dem Screen drauf. Wenn man da mal ein bisschen ein größeres Feld wählt und sich die anschaut, dann sind das wirklich nur geringe Unterschiede, was darauf hindeutet, dass es ja automatisiert erstellt wurde und keine echten Passwörter sind. Ja, und das Ende, das sieht ja auch wieder merkwürdig aus, lauter Tilden, also so viel Wiederholung. In den meisten deutschen, oder mit den deutschen Tastaturen relativ schwierig sogar zu machen, gerade so das Tildezeichen. Bei Englischen mag es ein bisschen einfacher sein. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verzählt. Also ich glaube auch nicht, dass das echt ist. Auch weil die Systeme das verschmutzen. Also die meisten Systeme, ich kenne ich gar keine mehr, würden das gar nicht mehr zulassen. Und wie sieht es bei der 24er-Version aus? Ja, eigentlich noch schlechter. Weil
Also hier die ersten beiden, das heißt nicht, dass das Leerzeilen sind, sondern das sind Leerzeichen. Die kann ich jetzt hier nicht darstellen. Bei dem einen waren es, ich glaube, 8, bei dem nächsten waren es 12 oder sowas. So in der Art. Das hier sieht ja noch einigermaßen brauchbar aus. Und wenn ich hier ins Ende gehe, viel Unicode-Zeichen, also auch ganz, ganz merkwürdige Dinge drin. Deswegen liegt auch hier der Verdacht nahe, da ist irgendwas reingepumpt worden. Habe ich übrigens an anderer Stelle auch dann festgestellt, das gibt es sogar teilweise bei der Original-Rockyou, da sind oder Zeilen drin, die aus dem HTML-Source-Code kommen oder E-Mail-Adressen, URLs und so ein Gedöns. Also vermutlich auch nicht das Passwort. So. Ich wollte aber letztendlich das hier testen, und testen heißt nicht nur reinschauen, sondern tatsächlich auch mal einen Crack machen, also eine Datei mit Passwort hashen und das dagegen laufen lassen. Das habe ich in einem anderen Talk schon mit der Originalversion schon mehrfach gemacht. Und das wollte ich jetzt mit diesen ja auch machen und das Ganze in der Art, dass man es vergleichen kann. Das wollte ich nicht nur mit diesem heruntergeladenen Wörterbuch, sondern ich wollte die Wörterbücher, weil wir ja gerade gesehen haben, da ist viel Garbage drin, ein bisschen aufräumen. Was habe ich dazu gemacht? Ich habe als erstes erstmal alle Zeilen, also komplett die Zeilen entfernt, sobald da ein Nicht-ASCII-Zeichen drin war. Dazu habe ich mir selber so ein kleines Python-Skript geschrieben, was das Ganze rausgefiltert hat, weil die anderen Möglichkeiten, die man so üblicherweise vielleicht so findet, die gingen immer auf ein Zeichen, nicht auf eine ganze Zeile. Und das war aber relativ schnell erstellt, besonders wenn man ChatGPT fragt und ihm sagt, stell mir mal ein Python-Skript, was Zeilen filtert, das sind nur wenige Zeilen gewesen. So, das heißt, die habe ich alle rausgeschmissen und dann habe ich dann den Zusatz gewählt, ASC für ASCII. Das heißt also, ich habe einen neuen Dateinamen gewählt mit diesem Zusatz. Wir sehen das hier auch häufiger und das bedeutet immer, dass da nur ASCII-Zeichen drin sind. Danach habe ich das aufgeteilt in drei Teile. Einmal alles, was 7 Stellen oder weniger hat, alles, was genau 8 Stellen hat und alles, was 9 oder mehr Stellen hat. Ich mache das Ganze, dieses Cracking nachher noch mit Deshashe, einfach aus dem Grund, weil ich sie habe. Die haben allerdings einen kleinen Schönheitsfehler oder Nachteil. Das heißt, der Deshash, der kann nur maximal 8 Zeichen. Und damit ich ein bisschen größeren Keyspace habe, habe ich einfach den Rest, also das, was ich hier habe, mit 9 oder mehr Stellen genommen. Alles abgeschnitten, sodass ich nur noch 8 Stellen habe, mit dem anderen nachher kombiniert, also mit den echten 8 Stellen, danach sortiert und dann mit Unique drüber laufen lassen, um die ganzen Dubletten rauszuschmeißen. Das hat auch eine ganz oder recht große Reduktion gebracht. Sehen wir gleich auf den nächsten Seiten, da habe ich auch ein paar Bildchen zu. Zum Schluss habe ich dann noch die großen Bücher, also die beiden, noch mit Split zerlegt. Wenn man das macht, wichtig, Split kann nach Dateigröße zerlegen. Ich kann Ihnen sagen, macht das, was ich, 1 GB groß. Hat aber dann den Nachteil, dass ich unter Umständen oder mit großer Wahrscheinlichkeit ein Passwort genau in der Mitte splitte. Ja, also das letzte Passwort von der einen oder das erste von der nächsten ist dann kein Passwort was in der Originaldatei drin war. Deswegen muss man dann den richtigen Schalter setzen und man splittet dann nach Zeilen. Ich muss also Zeilenanzahl angeben. Das muss ich deswegen machen, weil die Originale viel zu groß waren für diese Schnittmengenbestimmung, die ich machen wollte. Und Schnittmengenbestimmung heißt, ich wollte gucken, ist denn RockYou 2009 zum Beispiel in RockYou 2021 enthalten und wenn ja, zu wie viel Prozent? Das gleiche natürlich mit den 24er. Ich hatte dann auch versucht, das mit 2021 und 24 zu machen, also wie viel Prozent von 21 ist in 24 enthalten.
schafft mein MacBook nicht. Also die Dinger sind so groß, da braucht man etwas mehr Rechenpower für. So, ja, was ist dabei rausgekommen? Also einmal die Originale, wie es ursprünglich war, hier oben in Grün. Und das erste Skript hat ja alle Nicht-ASCII oder Zeilen, die Nicht-ASCII-Zeichen enthalten haben, rausgefiltert. Und wenn man jetzt die Zeit sieht, wie lange das Skript gelaufen ist, 36 Sekunden bei dem ersten, das ist recht fix. Bei dem zweiten, dem 21er, waren es schon 2 Stunden 40 und bei dem 24er fast 5 Stunden. Also da merkt man auch wieder diese gigantische Größe. Das lässt man über Nacht laufen oder irgendwann mal tagsüber, wenn man eher am Arbeiten ist. Und ich habe das teilweise mehrfach gemacht und mehrfach verschiedene Sachen ausprobiert. Also der Rechner war mehrere Tage gut beschäftigt. Das gleiche mit diesen sogenannten Combined Eight Cars. Damit meine ich ja diese 8 Original-8-Stellen und die alles, was drüber war und auf 8 reduziert wurde. Das alles zusammengefasst und das ging noch flotter. Das hat nur 12 Sekunden gedauert. Auch hier war es ein bisschen schneller, aber tatsächlich nur ein bisschen schneller. Und hier ungefähr 1,5 Stunden bei dem 24er im Vergleich zu dem. Aber insgesamt, wenn ich mir die Gesamtzeiten anschaue, 48 Sekunden bei dem 2009er, die Zeit hat man immer, das geht recht fix. Und hier fängt es schon an, ja, ist schon sehr zeitintensiv mit 5 Stunden und hier über 8 Stunden habe ich gebraucht, um diese beiden Sets zu erstellen. Danach habe ich natürlich nochmal die Datensätze gezählt, wie viele sind denn drin, wie viele Zeilen. War ein bisschen weniger, wenn ich nur die Nicht-ASCII rausgeschmissen habe. Das heißt, so viel waren hier gar nicht drin. Und dieses Zusammengefasste, das war nochmal eine deutliche Reduktion, das ist ja fast die Hälfte. Das liegt daran zum einen, dass ja alles, was unter 8 Zeichen ist, also 7 oder weniger, das ist da gar nicht mit drin. Und bei den anderen, wenn ich die auf 8 kürze, dass da viele Dubletten entstehen. Teilweise in sich selbst, teilweise auch mit den anderen schon. Und die müssen alle rausgefiltert werden. Und deswegen kommen dann diese doch recht geringere oder deutlich geringere Zahl zustande. Ja, das gleiche mit den nächsten beiden, also da sieht man auch eine deutliche Reduktion zum Original. Da kann man schon etwas besser mitarbeiten. Auch die Größe entsprechend, na, und das, was ich nachher dann favorisiert verwendet habe, auch wenn es nicht so wahnsinnig viel gebracht hat, wie wir nachher sehen werden. Hier seht ihr, das hat noch schlapp 20 Gigabyte im Vergleich zu den 92 und hier sind es 28 zu 146. Das ist schon eine gute Reduktion und es ist jetzt alles ASCII-Text und es hat alles LF als Line-End. Kann man also viel besser schon mal mitarbeiten. Wie sieht das grafisch aus? Wenn ich mir das nochmal anschaue, dann ich finde, das kann man sich in Bildern besser vorstellen. Also kleiner als 8 Zeichen, das ist das Grüne. Ziemlich genau ein Drittel, 33%. War in der originalen mit 7 Zeichen oder weniger. Genau 8 Zeichen war fast 3 Millionen und 8 oder 9 Zeichen oder mehr, das Graue 46%, also nahe den 50%. Ne? War also auch schon da eine ganze Menge. Interessanterweise, wenn man sich die Rockyou 2021 und 22 auch anschaut, ist das deutlich mehr geworden. Das dürfte jetzt auch nicht mehr ganz überraschend sein, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, dass das durchschnittliche oder die durchschnittliche Zeilenlänge auch deutlich gestiegen ist. Dann kann das ja nur passieren, wenn die Zeichen, die über 8 sind, auch deutlich gestiegen sind. Und das ist das Ganze nochmal eben visualisiert. Das heißt also, wer sowas braucht zum Penetration-Testing und hat entweder eine Passwort-Policy, die vorgibt, es dürfen nicht mehr als 8 Zeichen sein oder noch so einen alten DES-Hash, der kann ja gut 3/4 rausschmeißen. Braucht man nicht. Bei dem
24er sieht es ähnlich aus, da sind es dann 77% und ansonsten ungefähr ein ähnliches Bild. So, was ich dennoch gemacht habe, hatte so, jetzt habe ich von allen dreien diese Combined Eight Cars erstellt, also wo genau 8 Zeichen drin sind, alle Dubletten raus, alles schön sortiert. Und hier habe ich nochmal die Zeilenlängen hingeschrieben, wie viel ich denn hier habe. Ne? Da waren es ja 7 Millionen, hier 3 Milliarden, da 2,3 Milliarden. Und ich habe dann alle drei genommen, zusammengepackt, wieder in eine Datei, nochmal das gleiche Spielchen gemacht, sortiert und ein Unique drüber laufen lassen, also alle Dubletten rausgeschmissen. Und was kam raus? Es waren dann nur 3 Milliarden 154 Millionen. 717.000. Und hier habe ich 3 Milliarden 154 Millionen 672.000. Also der Unterschied ist nicht so groß. Das heißt, alles andere, was ich hier habe, ist included. Und man kann denn davon ausgehen, dass auch mit großer Wahrscheinlichkeit das 2021 in dem 24 included ist. Zumindest zu einem sehr großen Teil. So. Ach ja, diese Schnittmenge möchte ich gerne noch mal kurz schnell zeigen. Das ist dieses RockYou 2009 in dem RockYou 2021. Also 99% sind identisch oder be besser gesagt nicht identisch, sondern in dem 21er enthalten und nur 1% nicht. Das gleiche trifft auch zu für die 24er Version. 99% sind enthalten, 1% nicht. Dieses 1% ist nicht ganz identisch. Ja, also wenn ich nochmal kurz zurückgehe, sieht man, hier sind es 135.052 und hier sind es 168.826. Also schon ein kleiner Unterschied. Und ich habe da mal reingeschaut. Da sind dann solche Sachen drin wie HTML-Code, Zeilen, E-Mail-Adressen, URLs und sowas. Aber auch noch ein paar Passwörter oder mögliche Passwörter. So, das war jetzt schon die ganze Vorbetrachtung. Und jetzt kommen wir langsam mal zum eigentlichen Spaß. Jetzt wollen wir mal cracken. Ich habe das mit zwei Varianten gemacht. Also einmal mit John, einmal mit Hashcat. Ich habe dafür 5000 Des-Hashe. Ich zeige da gleich nochmal, wer Des nicht kennt, da kann, zeige ich gleich ein Bildchen zu, dass man mal sehen kann, wie das eigentlich aussieht und wie die aufgebaut sind. Und dann machen wir so ein kleines ja, Kopf-von-Kopf-Rennen. Kleiner Spoiler war, das Ergebnis war für mich etwas überraschend. Ich wollte Hashcat erst gar nicht nehmen und bin froh, dass ich es doch gemacht habe. Bevor wir anfangen, nochmal so ein bisschen was zum Passwort. Cracken. Wenn ich da so analytisch beigehe, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich suche jetzt ein bestimmtes Passwort und ich finde das beim allerersten Versuch. Die Wahrscheinlichkeit extrem gering, aber es ist möglich. Zweite ist genau das Gegenteil. Ich finde es erst im letzten Versuch. Das ist natürlich sehr akademisch, das Ganze, und die Wahrheit liegt immer irgendwo dazwischen. Das heißt, irgendwo dazwischen wird es sein. Wenn ich jetzt Passwort cracke und gerade wenn ich hier so große Mengen habe, dann geht das ja schön. Dann möchte ich da ein bisschen mit den Wahrscheinlichkeiten spielen. Das heißt also, wenn ich das jetzt mathematisch betrachte, dann ist das zumindest theoretisch gleich verteilt. In der Praxis ist es nachher doch nicht gleich verteilt, weil bestimmte Zeichen häufiger vorkommen oder nicht so häufig wie andere. Aber in der üblichen Berechnung geht man von einer Gleichverteilung aus. Und das bedeutet, wenn ich die Zeit berechne, irgendwo in der Mitte werde ich dann das Passwort finden. Ja, das heißt, wenn die Gesamtdauer 1000 Jahre ist, dann bin ich hier bei 500 Jahren und habe ich es gefunden. Gut. Was ich jetzt machen kann, gerade bei großen, und das ist eigentlich das, was auch die meisten Tools machen, denn John ist da meiner Ansicht nach auch sehr gut drinne. Der fängt nicht an mit AAAAA und so weiter und zählt hoch, bis er irgendwo bei Z ist oder bei welchem Zeichen auch immer, sondern der mischt die durcheinander und zwar auf Basis eines Character Set, was er hat.
Und das Character Set ist eigentlich nichts anderes als eine Häufigkeitsverteilung. Das heißt, er bringt hier schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit mit rein. Und das ist der Trick, um diesen Pfeil nach vorne zu bringen. Ich versuche die wahrscheinlicheren Passwörter zuerst. Ja, und das ist grundsätzlich auch beim Passwort-Cracken für, also wenn man Penetration-Tester werden möchte oder ja, vielleicht sogar einer ist. Ihr versucht natürlich immer zuerst die einfachen Sachen zu nehmen. Das Einfachste ist Dictionary, also Wörterbuchattacke. Und erst wenn ich das gemacht habe und das hat nichts gebracht, dann mache ich ja weiter mit Brute Force. Vorher versucht man noch weitere Informationen zu bekommen, wie das so aufgebaut sein könnte, die Passwort-Policy und. Oder auch welches, ne, aus welchem Land kommt das. Da, und dann kann man da schon ein bisschen sprachliche Sachen mit reinbauen und auch das bessere Wörterbuch dafür verwenden. So, wie sieht es aus mit dem, also, oder dieser Hash, dieser Death-Hash? Das ist eigentlich der älteste, den es gibt, in den 70er Jahren entwickelt. Hat auch lange, relativ lange gehalten, aber da gab es ein paar, wir sagen, ein paar Vereinbarungen, die da eingehalten werden mussten. Komme ich gleich nochmal zu. Ich möchte erstmal nur den Aufbau erklären, wie die Datei aussieht. Die sieht so aus, dass ich erst am Anfang einen Usernamen habe in jeder Zeile. Der ist jetzt hier idealerweise genau immer gleich lang. Das hat den Vorteil, dass dann die Zeilen auch gleich lang sind und nicht so wie so Treppenstufen immer zickzack hin und her gehen. Ist nicht erforderlich, macht das Ganze halt nur ein bisschen hübscher. Dann kommt ein Doppelpunkt und nach dem Doppelpunkt kommt der Hash. Und davon habe ich jetzt 5000 in dieser Datei drin, die wir da gleich verwenden werden. Und dieser Hash, wenn wir uns den anschauen, das ist der Death-Hash. Da habe ich einen Salt drin. Ja, Salt, die Kurzversion, wofür ist das? Das ist dafür da, wenn jemand oder wenn mehrere das gleiche Passwort nehmen, dass der Hash dann trotzdem unterschiedlich aussieht. Weil wenn ich das nicht habe und ich habe einen oder ich habe mehrere gleiche Hashe und ich habe einen gefunden, dann habe ich die von den anderen auch. Das Sort ist relativ kurz mit zwei Zeichen, aber zu damaligen Zeiten war das schon eine gute Sache. Das heißt, der eigentliche Hash hat nur 11 Zeichen. Ja, so ist das ganze Ding aufgebaut. Warte. So, jetzt geht's weiter. Und noch ein paar Worte zu dem Death selber. Also Anfang der 70er wurde es entwickelt oder fing die Entwicklung an. Das war damals schon gegen differenzielle Kryptoanalyse resistent. Interessante dabei war, diese Methode wurde erst von den Wissenschaftlern 1991 veröffentlicht, also beziehungsweise entdeckt, vorgestellt. Und die Death-Entwickler kannten das schon. Das heißt, man hat dann später mal mit denen gesprochen, wenn man festgestellt hat, dass Death schon resistent war dagegen. Und da sagt er, da habt ihr Glück gehabt, habt ihr genau die richtige Einstellung getroffen und war jetzt zufällig schon resistent dagegen. Sagen die, nee, 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 nichts zufällig. Ihr habt nur ganz schön lange gebraucht, um das rauszufinden. Das heißt, das wussten die schon, die kannten das schon. Theoretisch ist das Ganze kollisionsresistent, aber ich kann es nicht beweisen, es ist aber nur eine Theorie, weil ich habe halt mehr Hash-Möglichkeiten als Zeichen, die ich da habe. Und ich kann nur maximal 8 Zeichen machen, das habe ich hier unten mal als Beispiel reingebracht. Wenn ich hier ich muss natürlich ein gleiches Sort nehmen, den String 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wenn ich da ein Hash draus mache, dann kommt das hier unten raus mit dem X-Punkt. Wir erinnern uns, das Sort und dann der eigentliche Hash. Gehe ich hier bis 9, habe also 9 Zeichen, nehme das gleiche Sort, habe ich den gleichen Hash. Das heißt also, bevor das gemacht wurde, wurden alle Zeichen nach 8 abgeschnitten. Das ist ein großer Nachteil und deswegen ist auch heute das überhaupt nicht mehr interessant für irgendwelche Anwendungen. Und in allem, was einigermaßen modern ist, findet man das auch nicht mehr. Das müssten schon extrem alte Systeme sein. Aber vielleicht findet man ja noch irgendwo diese Hash-Dateien. Ja, und eine davon habe ich gefunden. Für mich dann 5000 Zeichen da drin. Das heißt, die Passwörter, die dort gehasht drinne stehen,
Das waren mal echte Passwörter. Die sind also nicht automatisiert oder irgendwo erstellt worden oder irgendwie raus, sondern das sind Passwörter, die echte User mal benutzt hatten. Gut, lassen wir das Ganze mal laufen. Das heißt, ich fange mal an mit dem John. Also ich nehme jetzt dieses oder das erste Wörterbuch, das ist das 2009, also das Originale. Lass das hier mal durchlaufen und wende dieses Wörterbuch, also eine Dictionary-Attacke gegen diese 5000 Hasher an. Und ich mache auch nur Dictionary, ich mache jetzt noch keinen Brute Force oder anderen Schnickschnack, ne? Sondern nur das. Und gucken wir mal, wie lange das so dauert. Da habe ich es gestartet. So, die Geschwindigkeit, die ihr seht, das ist jetzt Originalgeschwindigkeit an dem MacBook. Ich habe das schon mal gemacht auf einem deutlich größeren Rechner bei Hetzner und dann flutscht das auch noch mal deutlich schneller durch. So, das geht nicht so lange, das heißt, die Zeit gönnen wir uns mal, das einmal durchlaufen zu lassen. Ihr seht, die Hälfte hat er schon. Das sind nur ein paar Sekunden. Und was man auch erkennen kann, das Wörterbuch ist sortiert, weil er findet das in alphabetischer Reihenfolge oder mehr oder weniger in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, es ist recht gut sortiert. So, habe ich es jetzt. Dann läuft es noch. Ja, da hat das gleich. Eins, zwei, drei, einen noch. Und fertig. Ups, das war jetzt nicht geplant. Nochmal kurz zurück, nochmal starten, aber springen wir gleich vor. Ja, da wollte ich stoppen. Gut, das heißt, er hat in etwas über einer Minute und beim dem Hetzner, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel es waren, 10 oder 20 Sekunden oder sowas, diese 5000 durch. Und als Ergebnis hat er 2010 geraten. Und wenn ich jetzt ein Minus-Minus-Show dort drauf mache, auf dieses Ergebnis, dann komme ich noch auf eine etwas andere Zahl, weil ja auch da Dubletten drin sind, die er dann gefunden hat. Und wenn ich das dann mache, dann sagt er mir, es sind, ja, jetzt hat er es gerade wieder klein gemacht, aber man kann es auch sehen, es sind 2059 Passwörter, die er jetzt in dieser guten Minute geschafft hat. Mit dem Rockio 21 und 24 dauert das deutlich länger. Deswegen führe ich das hier nicht vor. So viel Zeit haben wir gar nicht. Aber ja, ich zeige euch die Ergebnisse natürlich am Schluss. Gehen wir mal auf das nächste. Das im Prinzip genau das gleiche wie eben. Also auch nur eine Wörterbuchattacke. Nur anstatt mit John, jetzt mit Hashcat. Und ich habe euch gesagt, ich war überrascht über das Ergebnis, aber lasst uns, ups, das war nicht geplant. Jetzt aber. Wir lassen es einfach mal laufen. Und ich verrate euch die Überraschung danach. So, auch hier Originalgeschwindigkeit. Sieht ein bisschen langsamer aus. Und das war schon. Das heißt, der hat jetzt für die gleiche Arbeit, also gleiche Wörterbuch, gleiche Hash-Datei, nur 20 Sekunden gebraucht. Und das fand ich überraschend, weil ich hatte eine Hashcat früher mal auf dem Desktop-Rechner im Einsatz, bei dem ich eine Grafikkarte hatte. Da war das richtig schön performant. Auf meinem anderen Laptop hat das eigentlich gar nichts gebracht. Im Gegenteil, war viel zu langsam. Und hier auf dem MacBook, der ist doch wieder gut dafür ausgelegt. Da hat das richtig wieder Geschwindigkeitsvorteile gebracht. Deswegen war das überraschend für mich und fand ich aber gut, dass es auch so viel wurde. Man sieht, er hat hier ein bisschen weniger. Er kam nicht ganz auf das gleiche Ergebnis.
Ja, woran liegt das? Kann ich auch nur so ein bisschen vermuten, weil der John, der hat schon so ein paar Dinge noch drin, verschiedene Sachen auszuprobieren, obwohl ich noch gar kein Mangling oder sowas aktiviert habe oder keine Rules. Aber ich glaube, der hat irgend so eine Standard-Rule, die er immer ausprobiert, und das hat der Hashcat wohl nicht. Gut, aber trotzdem denke ich ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. So, und das habe ich jetzt mit allen gemacht. Und wenn ich mir die Ergebnisse dann anschaue, dann ist es das, was dabei rauskommt. Hier sehen wir ein bisschen andere Zeit. Das liegt da dran. Bei dem, was wir eben gesehen haben, war es 1 Minute und 7. Wenn man, oder wenn ich das laufen lasse und ich gleichzeitig noch ein Screen Recording mache, frisst das ein bisschen Ressourcen und dadurch wird es langsamer. Und das habe ich natürlich hier bei dem richtigen Test nicht gemacht. Kein Screen Recording, dadurch etwas schneller. Ist aber hier relativ unwesentlicher, 13 Sekunden oder sowas. Das sind also die Zeichen, oder was ich rausbekommen habe. Und man sieht hier überall die gleiche Anzahl. Und auch dieses ganze Kombinierte, was ich gemacht habe, das hat zwar dann na, deutlich, oder doch, man kann schon sagen, deutlich kürzer oder weniger Zeit in Anspruch genommen, aber auch kein Ergebnis verbessert, sondern hier natürlich nur die Zeit reduziert. Wäre auch komisch, wenn sich das Ergebnis verändert hätte, besser geworden wäre. Aber wäre möglich gewesen, weil ich ja auch von diesen über 8, was abgeschnitten habe, erstellt habe, es kam ja schon neue dazu. Gut. Also eine Sache, die der John, glaube ich, macht, ich habe mal gesucht, aber nichts Genaues gefunden. Wenn mehr als 8 drin sind in der Datei, das kann sein, dass er das auch schon selber abschneidet und nur sagt, dann nehme ich 8 Zeichen davon. Das ist aber ein bisschen Vermutung, ich weiß es nicht genau. Ich habe mal Tests gemacht, da konnte ich das jetzt nicht verifizieren. Und in der Doku war ich nicht so fündig geworden. So, der 21er, da sieht man schon, dauert deutlich länger. Also mit dem Original war ich bei knapp 3,5 Stunden. Dann habe ich das Ganze nochmal nur ASCII gemacht. Das war eine ähnliche Zeit. Da ist auch nicht viel bei rausgefallen. Sogar ein paar Minuten mehr. Das ist so ein bisschen, ja, vielleicht lief noch irgendwas im Hintergrund, was ihn ein bisschen mehr gebremst hat. Hätte etwas weniger sein sollen, aber und hier diese kombinierte Variante, ne, wo ich dann das Überflüssige wirklich alles raus habe, nur 8 Zeichen, da bin ich dann bei knapp 2,5 Stunden gelandet. Bei dem 24er nochmal eine Schippe drauf, da waren es fast 4,5 Stunden hier, auch 4,5 Stunden hier und etwas über 3 Stunden bei der letzten. Was man sehen kann, die Anzahl der Passwörter, die er gefunden hat, hat sich in keinem Fall verändert. Also es war hier immer die gleiche Menge. Innerhalb der entsprechenden Gruppe. Was man auch sieht, es hat schon deutlich mehr geworden mit dem 21 bzw. mit dem 24. Und der Unterschied zwischen 21 und 24 waren 5 Passwörter mehr. Gut, das Ganze jetzt mal mit Hashcat. Auch ne, gute Ergebnisse von der Zeit, etwas über 20 Sekunden. Hier deutlich schneller, eine Stunde 40, Stunde 40, Stunde 40, eigentlich fast immer egal gewesen. Auch hier die Unterschiede nicht so groß. Und was man hier sieht, ist im letzten Schritt bei den Combined, da hat er tatsächlich ein bisschen mehr gefunden. Und zwar in jedem Beispiel. Aber wenn ich das wieder vergleiche mit dem, was ich vorher hatte, mit John, komme ich auf die gleiche Anzahl. So, gut. Jetzt habe ich nochmal die Bearbeitungszeiten für die Vorbereitung rausgesucht. Und wenn man sieht, ne, das sind doch ganz schöne Werte hier, ne? Was da alles so passiert ist. Und wenn ich mich jetzt frage, was, oder hat das Ganze denn das was gebracht? Also lohnt sich das Ganze denn überhaupt? Ja, dann ist das so eine Sache. Ich habe fast doppelt so viele Passwörter gefunden mit den
Versionen von 21 und 24. Hat aber auch auf der einen Seite 3,5 und bei dem 24er sogar 4,5 Stunden mehr gebraucht als bei dem alten ursprünglichen 2009er. Ja, also wenn ich nur die Zeiten, ich springe noch mal kurz hin. Ja. Wenn ich das hier sehe, da war ich in einer Minute fertig und hier eben in 3,5 Stunden, also ich nehme nur das Original. In fast 3,5 Stunden, hier fast 4,5 Stunden. Dann kann man sich fragen, ja, was passiert denn, wenn ich die Zeit nutze bei dem 2009er und mache dann lieber 3,5 Stunden nach dem ersten Lauf, nach der ersten Minute, ein Brute Force. Und das habe ich für euch gemacht. Habe Brute Force im Anschluss genutzt. Mit John habe ich das gemacht. Ich habe es, glaube ich, auch mit Hashcat gemacht, aber irgendwo die Werte nicht mehr. So, also, ja. Habe das mit John gemacht, mit der Original 2009er Rock You, mit dem Original, mit der ursprünglichen Wörterbuch, die mit den 5000 Death-Hashen, und habe einfach nur vorher den das Character-Set ein bisschen optimiert, also ja, Make-Car-Set heißt der Switch, den man dafür braucht. Das dauert 2, 3 Sekunden oder sowas, und hat ein neues Car-Set erstellt und habe das dafür verwendet, dass er also da ein bisschen optimierter läuft, und bin auf 3860 gekommen. So, und wenn ich jetzt nochmal einmal zurückgehe, was ich hier geschafft habe, nämlich 3929, dann sind das 69, halt, falsche Seite, 69 weniger. Ja, also anstatt diesen ganzen Aufwand da zu betreiben, wäre ich jetzt in diesem Beispiel auch so gut, also mit Brute Force da hingekommen. Allerdings muss man dazu sagen, das ist jetzt für Death gewesen, weil das hat ja nur 8 Stellen. Und wenn ich das jetzt mit anderen Hashen machen würde, wäre das wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Also der nachträgliche Brute Force-Attacke, weil viele, viele längere Zeichen mit dabei sind. Da ist Wörterbuch auf jeden Fall vorzuziehen. Und ja, wenn man sich die Arbeit gemacht hat, das einmal erstellt hat, dann hat man ja schon so ein kleines Set. Ich habe also einmal etwas mit 7 oder weniger Zeichen. Ich habe einmal genau 8 Zeichen. Ich habe mit 9 oder mehr Zeichen. Ich habe das aufgeräumt. Denn auch so eine Combined-Version, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich suche nach genau 8 Zeichen, das schafft dann nachher schon einen zeitlichen Vorteil. Aber die meisten, ja, modernen Hashe, und wenn man die Passwort-Policy nicht kennt, dann nützt das nicht so viel. So, ich habe noch eine, oder das war eigentlich schon jetzt alles dazu, zu den Rock-You. Ja, mit den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die haben auch den Eindruck, da ist viel Garbage reingekommen. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Auch andere, die es analysiert haben, sind da der gleichen Meinung. Da ist also schon viel Schrott drin. Wenn man das alles rausfiltert, hat man vielleicht ein etwas größeres, besseres. Aber für den ja, Pentester-Hausgebrauch, oder für das Pentester Schweizer Messer reicht die Original Rock-You mit Sicherheit im ersten Schritt aus. Da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Und wenn man dann noch mit Hashcat oder John mit den Möglichkeiten arbeitet, die diese Tools bieten, ne, also bestimmte Rules zu erstellen oder ja, Attack-Modis, bestimmte Zeichen auswählt, vielleicht schon ein kleines Set hat und sich anschaut, wie haben die das denn gemacht. Wenn man sieht, ja, da waren sehr viele dabei, die haben am Ende irgendein Sonderzeichen, ja, dann baue ich mir das zurecht und dann kann ich da schon eine ganze Menge mitmachen. Und wer das so richtig professionell hat, der wird wahrscheinlich auch sein eigenes Wörterbuch haben oder seine eigenen Wörterbücher, die dann nochmal eine ganze Ecke effizienter sind.
Was ich zum Schluss noch mitgebracht habe, ist so ein kleiner Rand über Passwörter, weil man liest ja immer so viel, man soll seine Passwörter sicher machen und jeder hat da so tolle Ideen. Und ich habe hier was rausgesucht, das ist, glaube ich, insgesamt schon, boah, 6 Jahre alt. Ich glaube, da habe ich das erste Mal geschaut und jetzt vor einiger Zeit. Das heißt, diese Seiten, die gibt es immer noch. Und das sind Seiten, bei denen man sein Passwort eingeben kann. Und die sagen einem dann, ob das sicher ist oder nicht, auf verschiedene Art und Weise. Ja. Da habe ich diese Seite gefunden, wie sicher ist mein Passwort. Ich wollte eigentlich die URL hier noch reinpacken, habe ich vergessen. Im Kopf habe ich es ja auch nicht. Und ich habe das Passwort genommen, was ihr hier seht. Das steht für mein Vater, erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Gut, sind keine neuen mehr, aber man kann es trotzdem dafür verwenden. Das war früher mal so ein Merksatz, eben um sich, oder mit den neuen Planeten, da gab es noch einen Merksatz, und das war halt so einer, wo man sagen, so als Beispiel, ja, wie man sichere Passwörter erstellt. Bau dir einen ganzen Satz und mach das daraus. So, wenn ich das jetzt eingebe, dann sagt er mir Informationsdichte 42,707. Ich habe keine Ahnung, was die mit Informationsdichte meinen. Er sagt mir eine Zeit, die er benötigt. Also ich interpretiere den Punkt mal als Komma, sonst macht er hier keinen Sinn. Also eine Zeit, die er hier benötigt, wenn man das mal ausrechnet, diese Sekunden, dann komme ich nicht auf 13 Jahre. Also ist für mich nicht verständlich, sondern eher unverständlich. Er sagt, es hat eine Passwortstärke von 4. Ja, und Berechnung Millisekunden, weiß ich auch nicht, was er da jetzt mit meint. Und was ich auch ganz komisch finde, er hat Teile dessen in Wörterbüchern gesucht. Und natürlich finde ich einzelne Buchstaben im Wörterbuch oder so ein Wort wie Sun. Ja. Aber so kriegt man keine Passwörter. Also ganz komisches Ding. Ich habe das Gleiche gemacht. Hier habe ich dann mal aus den 9 die Ziffer 9 genommen, also dass da auch wirklich mal ein bisschen mehr drin ist. Da habe ich eine höhere Informationsdichte, was auch immer das bedeutet. Ich bin auf einmal hier bei Jahrhunderte angelangt. Passwortstärke ist aber die gleiche und die Berechnung auch. Das gleiche habe ich gemacht mit einem, ja, Passwortcheck CH. Also vor ein paar Monaten gab es den auch noch. Ich weiß nicht, ob es den immer noch so gibt. Der macht so was Ähnliches. Sucht dann auch nach irgendwelchen Substrings. Aber das nützt mir überhaupt nichts, weil so ein Hash, ihr habt das gesehen, ne? Den kann ich nicht in Strings zerlegen und Einzelteile suchen. Ich weiß nicht, was sie mir damit sagen wollen. Die haben ja verschiedene Dictionaries, die sie ausprobieren. Das bezieht sich aber nur auf dieses Ding. Und was haben sie mir gesagt? Irgendwo war. Ah ja, Passwort ist weak. Ja, weil die berechnete Zeit, Crackzeit kleiner als ein Jahr ist. Ein Jahr ist. Wie sie dann so drauf kommen, das ist auch immer schwer nachzuvollziehen. Hier habe ich einfach mal gar kein Wörterbuch ausgewählt, ist aber immer noch schwach, aber er braucht schon ein bisschen länger. Weil er hat hier ein paar andere Werte. Also ja, hat nur ein Substring, weil ich kein Wörterbuch ausgewählt habe. Also das war der einzige Unterschied. Hier habe ich auch die 9 wieder drinne. Diesmal habe ich es, glaube ich, auf Deutsch gestellt, dann war es nicht weak, dann war es schwach. Hat aber, obwohl ich jetzt ein Wörterbuch ausgewählt, die gleichen Wörterbuch wie am Anfang ausgewählt habe, hat dann nichts mehr gefunden. Und dann habe ich das nochmal mit der sogenannten Passwortfeuerwehr oder so ähnlich hieß das gemacht. Oder PC-Feuerwehr oder so ähnlich. Ja. Und kamen auch so merkwürdige Sachen raus. Also hier nochmal. Ohne Ziffer da drinne, Passwort ist unsicher. Und die haben das so gemacht, dass die, wenn bestimmte Sachen nicht erfüllt sind, dann ziehen sie Punkte ab. Von welchen auch immer. Also Passwortlänge mindestens 10 Zeichen. Nee, das waren nur 9, also kriege ich 5 Punkte Abzug. Kleingeschriebene Buchstaben, ja, würde 20 Punkte Abzug machen, aber ich habe welche dabei, also 0 Punkte Abzug und so weiter. Und hier habe ich auch minus 20 bekommen, zweimal. Warum? Weil keine Ziffern drin sind und weil Sonderzeichen fehlen. Habe also eine Gesamtpunktzahl von 55 oder
oder besser gesagt minus 55. Und ich weiß nicht, wie er darauf kommt, weil wenn ich das zusammenzähle, dann komme ich auf 45. Und wenn ich das jetzt hier mit der 9 mache, dann bin ich natürlich in dem einen schon. Ah, jetzt weiß ich was. Von 100. Ah, jetzt, okay. Also von 100 an 45 abziehen, bleiben 55 Punkte übrig. Jetzt habe ich das da drinnen mit der 9. Hier natürlich das Gleiche. Das habe ich jetzt erfüllt. Das heißt, da sind es jetzt diese 20 weniger und deswegen komme ich nachher auf 75. Und dann sagt er, ja, das ist jetzt halbwegs sicher. Alles sehr suspekt. Und wenn ihr solche Testseiten habt, abgesehen davon, dass die natürlich auch Passwörter sammeln könnten, ne? Seid skeptisch. Nehmt lieber andere Möglichkeiten, Passwörter zu generieren. Und das Beste, weg von den Passwörtern, Passkey oder ihr habt einen schönen YubiKey, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, viel, viel besser. Damit wären wir jetzt am Ende. Und ja, ich hoffe, ich konnte so ein paar interessante Sachen da reinbringen. Es waren viel, viel Zahlen mit dabei. Jetzt eine ganze Stunde einfach nur ein Crack-Programm laufen zu lassen, ist auch nicht sehr spannend. Die Vorbereitung war sehr anstrengend, nee, anstrengend nicht, das falsche Wort. Aufwendig, Entschuldigung, ne, also war sehr aufwendig. Und das Ergebnis, naja, ging so. Ne. Vielleicht gucke ich mir das noch mal ein bisschen genauer an oder versuche nur mal einen besseren Satz daraus zu erstellen. Ansonsten, ich persönlich bin mit dem RockYou 2009, mit der Version, eigentlich sehr zufrieden. Für meine Tests reicht's.